Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's im Pokal gegen Leverkusen mit natürlich wieder voller Kapelle. Startformation ist unsere absolute A11 im Moment, ne? Muss man im Moment sagen. Ja, falls euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich freuen. Vielleicht schaffen wir in Kürze die 200 Abonnenten. Wäre natürlich sehr, sehr cool von euch. Und Kuss geht raus auf jeden Fall an die Leute, die mich jeden Tag supporten. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit dieser Startformation rein im Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen. Let's go. Halbfinale. Es geht um So, den Einzug ins Halbfinale gegen DFB-Pokalendspiel. Es Leverkusen geht nochmal um mit der B11 alles letztens unentschieden gespielt. Ein 1 zu 1 auch in Leverkusen. Jetzt gehen wir mit der A11 ran. Mal gucken, wie das Ergebnis jetzt wird. Bajo, ganz, ganz stark gemacht. Boadu, oh, gut gemacht. Boadu vertändelt dann erst den Ball, aber dann doch gut gemacht. 1 zu 0. Guter Konter mal wieder. Boadu, bam, 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 bam. Das war's. Kein Knockout, noch ist ziemlich viel Zeit für Leverkusen, aber es sah schon sehr, sehr gut aus. 1-0. 8. Minute läuft. Sie sind jetzt also in Führung. Eins ist auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Super Tag, er kommt vorbei. Okay. Nimmt hier zwei unser Spieler hops. Mich inklusive. Ja. Kann er nichts machen. Gutes Tor von Leverkusen. 1-1 kommt ein bisschen aus dem Nichts, aber wir haben auch selber Schuld. Ich krieg halt die Bälle nicht, die ich will, ne? Einmal da. Das muss das zweite Tor sein für uns. R1. Nee, den hält der. What the f. Ja, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist denn jetzt mit dem Angriff? Ich komme halt nicht an den Ball ran. Jetzt. Und jetzt Barco wieder. Nimmt Boadu mit, den muss er jetzt machen. Nimmt der Almada mit. Nutzt er seine zweite Chance? Nein, nutzt er nicht. Jetzt kann nicht sein. Kein rein. So, komm mal, Winker. Almada. Wieder. Ah, Sessegnon. Ball kommt da halt nicht an. Na, jetzt muss ich Kamavinga. Marco, kriegen wir den Konter noch? Ne, kriegen wir nicht. Toll, geil, nice. Kriegen wir nicht. Ich hätte Boadu checken können. So, kann man jetzt hier einer laufen? Ja, Tonali bietet sich da an. Macht er auch gut. Tonali. Ja, was ist das für ein Keeper, Alter? Tonali. Guter Ball gewinnen. Marco. Die macht er. 2-1. Gut gespielt. Ich dachte, den hätte der Keeper wieder. Ich dachte wieder, den hätte der Keeper. Aber gute Flanke da von Marco. Und Fliehkopfball, ja. Keeper. Chancenlos. What the fuck? Timothy Fosu-Mensah. Da ist die Flanke. Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was er macht. Sessegnon. Macht er mit seiner letzten Aktion jetzt das Tor? Sie haben immer noch den Ball. Nee, macht er nicht, weil er keine Ausdauer hat. Sessegnon geht, boah, du auch. Loschleck wird kommen und Doku wird kommen. Das ruckelt schon wieder, ne? So, Doku, kommt der Ball jetzt an? Ja. Barco ist da komplett frei. Und macht 3-1. Das könnte die Führung zum Finale sein, ja. Barco heute überragende Leistung. Aber die Flanke von Doku war natürlich auch gut.
muss man schon sagen. Zeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Luis Muriel. Ja, da ist Platz jetzt. Da sind sie wieder. Tor. Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel. Nur noch eins. Jetzt bin ich gespannt. Das Spiel ist aus und damit spielen wir erst nun also im Finale. So, sorry, dass ihr mich eben nicht mehr hören konntet. Es hat gerade an der Tür geklingelt, als ich das Tor gemacht habe und danach habt ihr nichts mehr gehört. Tut mir leid, ich muss das Mikrofon auf stumm stellen und habe vergessen, das dann wieder einzustellen. Ich habe es jetzt mal rechtzeitig noch gemerkt für die Folge, deswegen tut mir sehr leid. So, uns fehlt jetzt noch ein Punkt zur Meisterschaft. Es gab gerade eine Pressekonferenz, da wurde es nochmal bestätigt. Ein Punkt zur Meisterschaft, das gegen Leipzig. Wir erinnern uns, im Hinspiel haben wir 9:0 in Leipzig gewonnen. 9:0, das war der höchste Sieg, den ich je in einer Karriere gemacht habe, weil Leipzig auch sich krass auskontern lassen hat. Also wer das mal sehen will, das war irgendwie 10 Folgen zurück oder so. 9:0 gegen Leipzig, das war echt die höchste Karrierenmodus-Sieg, den ich je gemacht habe. So, jetzt geht's, wie gesagt, mit dieser Startformation ist eine B11. Schulze im Tor, würde ich sagen, let's go. So. Heute reicht schon ein Remis, dann steht der Meister fest. Dann darf hier gejubelt werden. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ihr habt's gehört, ein Remis fehlt uns. Und darauf werden wir auch spielen. Natürlich werden wir auf Sieg spielen, ist ja klar. Heute dürfen wir Sie aus der verringten Erfolgswahl. So, Schiedsrichter ist, sieht aus wie Manuel Gräfe, müssen der Linke, ne? So, ein Punkt reicht uns. Mal gucken, wie es Leipzig angeht. Gegen, das ist unser Lieblingsgegner gefühlt. Schalke verdient da aber richtig schlecht den Ball. Und Schulze ist da. Erste Prüfung für ihn. Ja, keine Anspielstation gerade. Es bietet sich gerade gar keiner an. Und das ist das 1:0 für Leipzig. Hat er sich angebahnt. Ja. Ah, es läuft halt gerade keiner mit. Jetzt mal losschlägt. Den muss er machen. Und wir sind nicht Meister. Jetzt Maschkürer, den hat er. Nice. Und jetzt der Konter nach vorne. Ah. Und jetzt ist das passiert. 1-1 Konter. So schlecht trifft. Cherky bereitet mal wieder vor. Überragend gemacht. 1-1. Gute Grätsche. Schulze ist da. Ja, guck mal, wie hoch Leipzig wieder presst, ne? Natürlich kann das jetzt hier... Oh mein Gott, ist Schulze gut. Alter Schwede. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ecke kommt in die Mitte. Das ist überhaupt nicht gut. Aber vorsichtig. Jetzt muss ich hier mit... Okay, das ist das Tor, oder? Ja. Ich muss auswechseln gleich. Scheiße. 2-1. Ja, war blöd. Blödes Gegentor. K.
kein Überblick da. 3-1 Leipzig, weil wir da nicht, wir sind irgendwie noch im Schlafmodus. Als Meisterschaft können wir heute erstmal abknicken. Guter Ball. Und der ist drinne. Bisschen Glück, 3-2. Wieder zweites Tor von Noschlek. Vielleicht schaffen wir sogar noch irgendwie den Ausgleich hier. Und da ist Almada. Den muss er machen. Den macht er. Wir sind Meister. Wir sind Meister. Doppelpack. Almada sichert uns wieder mit einem Tor. Also Almada macht immer die wichtigen Tore geführt. Gut rausgespielt. Noschlek bereitet vor. All drei Treffern beteiligt. Almada. Keeper sieht aber auch nicht gut aus. Noschlek geht. Nee, Quatsch. Cherki wird gehen. Und denn wir sind heute zu weit weg. Zweikampfe stimmen heute nicht. Und das ist das 4-3. Ja, was soll man machen? Also hinten katastrophal, Zweikampf heute überhaupt nichts. Vorne natürlich gut mit 3 Toren gegen Leipzig. Ist wirklich gut, aber hinten heute katastrophal schlecht. Also das muss man wirklich sagen. Zweikampfverhalten stimmt heute wirklich nicht. Jetzt mal da wieder mit dem Ball gewinnen. Doku steckt da durch. Musiala, den macht er. Nee, Almada macht ihn. Gut durchgesteckt. 4-4. Was ist das denn heute für ein Spiel? Also, ja, 4 Gegentore, das ist uns auch selten passiert. Aber wir machen halt offensiv gut mit, ne? 4-4, komisches Spiel heute. Einmal, da läuft durch. Nee, der Ball war Müll. So, Karaschma. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was wir hier hinten machen. Also, oh mein Gott, 5-4. Ja, der Ball war auch wieder shit. Nee. Selbst vielleicht jetzt nochmal ein Konter. Ach nee. Nee, nee. Meisterschaft wird heute nichts, aber eigentlich sind wir schon so gut wie Meister. Gibt es hier sogar noch ein. Ja, 6-5 verlieren wir. 6-4. Mann, Mann. 6 Gegentore. Ja, Sanchez mit 3 Toren heute. Ja, also hinten desolat heute. Hinten desolat. Muss man so sagen, desolat. 6-4, Alter. So, das war's mit dieser Folge. Laut den Interviews sind wir jetzt schon Meister. Ich glaube es aber nicht, dass wir jetzt schon Meister sind. Wie gesagt, das fehlte ein Punkt. Ja, jetzt geht's als nächstes auf jeden Fall gegen Manchester City im Halbfinale. Ich würde sagen, das ist der schwerste Gegner, den wir bekommen konnten. Und ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge, also morgen 13 Uhr wieder, wie ihr es gewohnt seid. Dann geht's gegen City. Mal gucken, was uns da erwartet. Ob wir schon mal ein gutes Hinspielergebnis leisten können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung oder auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.